Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Ausgabe von Rookie Racing Sport. Wir berichten in dieser Folge von den Ergebnissen des sechsten Laufs am Nürburgring. Wir blicken auf den siebten Lauf, da geht es nämlich nach Österreich auf den Red Bull Ring. Wir berichten auch von der aktuellen Entwicklung in unserer Liga, was unsere Mitgliederentwicklung betrifft, und schauen mal in die Zukunft ganz vorsichtig. Und zu guter Letzt werden wir uns mal anschauen, wie kann man Unfälle vermeiden, was können wir für erste Erfahrungen aus den ersten Läufen ziehen. Viel Spaß damit! Als erstes schauen wir mal auf den Nürburgring in die Eifel. Das Wetter war typisch, es war etwas Nebel, 20 Grad. Wie das Rennen ausgegangen ist, das erfahrt ihr in dem folgenden Bericht. Nach dem Qualifying hat Jordi 462 die schnellste Runde gefahren und startete von der Pole Position. Hier sehen wir die Sicht von F0904, wie er vom zweiten Platz aus startet. Schön, wie er nach links guckt, um einfach die Spur zu wechseln. Darauf achtet auf den Verkehr und er erwischt einen richtig guten Start, weil er kann auf der Innenseite an dem Führenden vorbeiziehen. Nimmt jetzt hier innen die Spur, die erste Kurve. Jordi hat das gut im Blick und so kann es in die zweite Kurve gehen. Ein gelungener Start für Effe auf jeden Fall. Schauen wir uns das Ganze nochmal aus der Sicht von Jordi 462 an. Er startet auch relativ gut, sieht im Rückspiegel schon Effe herankommen, bleibt auf der linken Spur, sprich er macht keinen Spurwechsel, sieht, dass rechts zwei Fahrzeuge ankommen. Er macht ihn nicht zu, ganz hervorragend gelöst, ja. Vermeidet so die Startkollision und das Rennen kann für ihn in die zweite Kurve gehen. Er verliert zwar einen Platz bzw. zwei Plätze, aber ganz sauber gelöst die Situation. Und an dieser Stelle leider kracht es. Wir werden später nochmal drauf eingehen zum Thema Unfallvermeidung. Wir verfolgen das Rennen weiter. Wir sind jetzt im Cockpit von VXT Racer, hier ein Fahrer überholen kann. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Hier hat er letztendlich die Kurve falsch angefahren. Ja, kam auf die Curbs, hat seine Position verloren an Yves Dock, der auch wieder ein sehr starkes Rennen bis zu dem Zeitpunkt gefahren ist. Und jetzt sieht man was Kurioses von Yves Dock. Er fährt einfach in den Boden. Das ist leider ein Problem gewesen, was wir noch zweimal hatten. Insgesamt war die PSN-Netzwerkverbindung sehr instabil und so mussten drei Fahrer leider das Rennen frühzeitig beenden. Ja, Jordi hat dann von hinten das Rennen wieder aufgenommen nach seinem Dreher und hat sich bis auf die Position 3 hervorgearbeitet. Letztendlich hat er auch öfters die schnellste Runde gefahren. Hier sieht man nochmal eine schöne Überrundung, die Kommunikation klappt wunderbar. Auch hier sieht man nochmal einen Überrundungsvorgang, also alle Fahrer spielen hier wunderbar mit. Das ist wieder die Sicht aus Jordi nach Start und Ziel. Wie er im Zweikampf mit VXT Racer ist, sieht alles sehr gut aus. Da wird hart gefightet. Jordi kann hier die bessere Linie wählen und VXT Racer kommt einfach zu weit raus, das kann Jordi ausnutzen, ist eigentlich an ihm vorbei, man sieht noch links den Pfeil. Ja. So, und jetzt kommt es zur Karambolage. Schade für beide Fahrer, sie konnten zwar das Rennen weiterführen, aber sie haben natürlich erstmal Zeit verloren, allerdings keine entscheidenden Plätze. Hier sehen wir die Szene nochmal aus VXT Racer. Ja. Das Rennen ging dann in seine letzte Runde und F0904 konnte einen weiteren Sieg wieder einfahren, hat das ganz hervorragend gemacht, das Rennen. Und hier das Gesamtergebnis im Überblick. Klar, F hat das Rennen gewonnen, VXT Racer wurde Zweiter, Jordi 462 Dritter. Auch ein Glückwunsch an die anderen Fahrer, weil die Rundenzeiten sind doch wirklich eng und knapp. Das zeigt uns folgende Gesamtwertung der Fahrer. Yves Dock führt immer noch, obwohl er diesmal ausgeschieden ist, ganz knapp vor Fossel HH.
Effe konnte wunderbar von hinten in den letzten Rennen aufholen und ist schon auf Platz 3. Das verspricht eine spannende weitere Saisonhälfte. Schauen wir nun im nächsten Bericht auf den 7. Lauf. Der findet in Österreich, Spielberg, statt. Es ist der Red Bull Ring. Der Red Bull Ring ist aber nicht schon immer der Red Bull Ring, sondern diese Rennstrecke hat eine gewisse Historie. Schaut euch den nächsten Bericht an. Wir gehen ein bisschen auf die Historie und die damalige Streckenführung ein. Viel Spaß damit! Der Red Bull Ring ist eine Rennstrecke in der Stadtgemeinde Spielberg in der Steiermark Österreich. Sie wurde 1969 als Österreich-Ring eröffnet und hieß von 1997 bis 2003 A1-Ring. Nach längeren Umbauten wurde sie am 15. Mai 2011 wieder eröffnet. Nur 2 Kilometer entfernte Zeltweg als Lage des Kurses angegeben, obwohl sich die Rennstrecke auf dem Gemeindegebiet Spielberg befindet. Dem Fliegerhorst Zeltweg Hintersteuser fand 1963 der erste große Preis von Österreich statt, der jedoch keinen Weltmeisterstatus hatte. Nur 1964 zählte das Rennen in Zeltweg zur Automobilweltmeisterschaft. Die Rennstrecke wurde im Jahr 1969 mit einer Länge von rund 6 Kilometern gebaut und bis 1987 unter anderem für die Formel-1-Rennen zum Großen Preis von Österreich genutzt. Die Anlage wurde am 26. Juli 1969 mit Trainingswettbewerben und einem Tourenwagenrennen eingeweiht. 2003 verabschiedete sich die Formel 1 ein zweites Mal aus der Steiermark. Diesmal wohl hauptsächlich aus finanziellen Gründen, offiziell wegen des kommenden Tabakwettbewerbsverbotes in der EU. Anschließend erwarb Dietrich Mateschitz mit seiner Red Bull GmbH das Gelände und wollte es zu einer Motorsport- und Flugakademie ausbauen. Es waren angeblich Investitionen von bis zu 750 Millionen Euro geplant. Aufgrund von Einsprüchen aus der Bevölkerung und eines negativen Bescheides des österreichischen Umweltsenates ließ Mateschitz wieder von den Plänen ab. Inzwischen war aber bereits mit Abbrucharbeiten begonnen worden, sodass die Rennstrecke in der Folge nicht benutzbar und durch den Teilabbruch auch die vorhandene Betriebsgenehmigung erloschen war. Im April 2008 wurde bekannt, dass Red Bull die bereits abgerissene Rennstrecke wieder aufbauen wollte. Zusätzlich sollte auch die alte Westschleife renoviert und an die neue Rennstrecke angebunden werden. Die Rennstrecke erhielt den Namen Red Bull Ring. Ende September 2010 gab die DTM ihren Start am 5. Juni 2011 am Red Bull Ring bekannt. Die Strecke wurde am 15. Mai 2011 mit einem Tag der offenen Tür offiziell eröffnet. Am 22. Juni 2014 kam es nach über 10 Jahren Pause wieder zu einem Formel 1 Rennen. Nach einer Pause von 19 Jahren veranstaltete die Motorrad-Weltmeisterschaft am 14. August 2016 hier wieder die Rennen in 3 Klassen. Der Red Bull Ring hat 6 Rechts- und 2 Linkskurven. Eine Runde beginnt mit einem bergaufführenden scharfen Rechtsknick nach dem Start. Nach der langen Bergaufgeraden folgt die Spitzkehre, die beste Überholgelegenheit. Die Autos müssen hier von 320 km/h auf 70 km/h runterbremsen. Bergab folgt eine Rechtskurve, die beiden schnellen Linkskurven im Infield gehen dann in die beiden Zielkurven über. Schauen wir kurz mal zurück auf die Anfänge der Rookie-Liga und wie sie sich in den letzten 6 Wochen entwickelt hat. Prächtig, richtig klasse. Wir sind mittlerweile ca. 15 Stammfahrer, das schwankt natürlich immer so ein bisschen von Lauf zu Lauf. Aber es sind eigentlich immer die gleichen, die aktiv dabei sind. Und das nicht nur mittwochs, sondern auch montags im Training. Das freut uns und das ist total klasse. Dafür echt vielen Dank an alle Beteiligten, die das ermöglicht haben. Jetzt am Mittwoch beim Nürburgring ist uns allerdings was passiert, mit dem wir nicht so schnell gerechnet hatten. Deswegen hatten wir auch kein Patentrezept zur Lösung. Kurz die Situation. Um 18 Uhr habe ich auf die Facebook-Seite der Rookie-Liga geschaut und dort festgestellt, dass 12 Teilnehmer der Veranstaltung fest zugesagt haben. Ich wusste vom Montagstraining, dass der ein oder andere Gastfahrer vielleicht mitfährt und dass wir 2 Fahrer haben, die nicht ein Facebook-Konto besitzen und sich aus gutem Grund auch dagegen verweigern, extra Facebook beizutreten.
Das heißt, wenn ich hochrechne, wären wir, wenn alles gut läuft, mit 16 Fahrern bestückt gewesen. Ich habe die Lobby erstellt, eröffnet und innerhalb von weniger Minuten waren alle 16 Plätze voll. Wow, super, das ging ja rasend schnell. Allerdings war jetzt das Problem, dass drei Fahrer, die eigentlich von Beginn an dabei waren, also unsere Stammfahrer und auch immer im Training mit dabei waren, auf einmal nicht mehr auf den Server gekommen sind. Eine blöde Situation, auf die waren wir wirklich nicht gefasst. Ich habe dann mit den drei Gastfahrern Kontakt aufgenommen und habe sie gebeten, doch ihre Plätze bitte zu räumen und dafür Verständnis zu haben. Und an dieser Stelle vielen lieben Dank. Ich ziehe meinen Hut davor. Ihr habt das toll gemacht. Ihr habt ohne Murren den Server verlassen und konntet unseren drei anderen Fahrern die Plätze anbieten. Ganz toll. Und dass das für euch nicht befriedigend ist, das ist uns vollkommen klar. Wir arbeiten nämlich jetzt aktuell an einer Lösung. Die Lösung zu finden ist gar nicht so einfach. Man könnte natürlich grundsätzlich sagen, ja, da macht doch eine zweite Lobby auf. Klar könnten wir das machen, das wäre auch technisch, glaube ich, nicht das Problem. Nur wie werten wir dann die einzelnen Ergebnisse in den zwei unterschiedlichen Rennen? Hier ist Assetto Corsa auf der PlayStation 4 nicht in der Lage, uns die Rennzeiten anzuschauen. Weil dann könnte ich ja sehen, die Rennzeiten auf Lobby 1 betragen x Minuten, entsprechend des Rankings, und die Rennzeiten auf Lobby 2 betragen y Minuten. Dann nehme ich einfach alle Fahrer zusammen anhand der gefahrenen Zeit und erstelle ein entsprechendes Ranking und kann die Punkteverteilung machen. Das ist leider nicht möglich. Somit muss uns was anderes einfallen. Das wird es uns auch, aber nicht sofort und auch nicht überstürzt, weil wir müssen uns auch weitere Szenarien ausdenken, damit wir nicht wieder auf einmal mit offenem Mund vor einer weiteren unangenehmen Situation stehen und vielleicht der ein oder andere Fahrer nicht teilnehmen kann. Das wäre echt schade. Was uns auf jeden Fall kurzfristig als Maßnahme möglich ist, ist die Kommunikation zu verändern. Facebook bietet alle technischen Möglichkeiten und es hat auch toll geklappt. Man kann sich austauschen. In der Regel hat Facebook jeder auf seinem Handy. Man kann schnell mal eine Nachricht schreiben. Man kann Bilder hochladen. Man kann eine Veranstaltung erstellen. Zusagen, Absagen. Top. Aber wenn Rennfahrer nicht bereit sind, ein Facebook-Konto zu eröffnen, dann habe ich vollsten Respekt davor. Und gerade in den Zeiten, wo der Datenskandal bei Facebook aktuell in den Medien diskutiert wird, kann man einfach nur sagen, ja, diese Meinung ist zu akzeptieren und wir müssen uns was Neues überlegen. Das haben wir getan mit der Rennleitung und sind gerade dabei, die Möglichkeiten zu eruieren. Möglichkeit 1 wäre zu sagen, man nimmt die PS4, weil jeder, der PS4 spielt, ist dort auch angemeldet und wir eröffnen dort eine eigene Community, die letztendlich alle Mitglieder von Facebook 1:1 rübernimmt und darüber erfolgt die Kommunikation. Wäre Möglichkeit 1. Auch hier bietet die PS4-App die Möglichkeit, von unterwegs drauf zuzugreifen, schnell mal eine Nachricht zu schreiben, irgendwelche Mitglieder anfragen und so weiter. Also relativ komfortabel. Möglichkeit Nummer 2 wäre auch zu sagen, man erstellt immer eine Doodle-Liste und jeder kann sich in die Doodle-Liste eintragen, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Oder man kombiniert Doodle-Liste und PS4-Community, um dann einfach zu sagen, in der PS4-Community sind die Informationen und in der Doodle-Liste ist die Zusage zu einem Rennen. Meldeschluss ist, sage ich mal, der Dienstag, das heißt 24 Stunden, bevor das Rennen losgeht, hat jeder sich in Doodle anzumelden, der dort mitfahren möchte. Wer sich in der Doodle-Liste nicht angemeldet hat, schlichtweg kann er nicht mitfahren, wenn alle Plätze besetzt sind. Ist vom administrativen Aufwand her relativ überschaubar. Jeder kann in die Doodle-Liste reinschauen und kann sehen, wie viele Plätze noch frei sind. Das ermöglicht zum einen den Gastfahrern die Chance zu schauen am Mittwoch, ja super, da sind noch ein paar Plätze frei, ich kann mich auf den Abend freuen und vorbereiten. Und zum anderen ist es natürlich für alle transparent, wow, die Lobby wird voll sein, ich brauche mich erst gar nicht am Mittwochabend dafür freizuhalten und kann was ganz anderes machen oder ein anderes Rennen fahren. Diese Möglichkeiten werden wir jetzt in den nächsten Tagen zusammen erörtern und werden euch rechtzeitig darüber informieren. Auch keine Angst, alle Leute, die jetzt bei Facebook sind, werden natürlich zeitnah und
momentan parallel informiert, was passiert, damit auch wirklich keiner hinten runterfällt. Weil wir wollen ja auch in Zukunft die Rookie-Liga weiterführen. Das ist uns nämlich ganz wichtig. Deswegen machen wir auch viel Werbung dafür und jeder Gastfahrer ist erstmal herzlich willkommen. Wir werden es besser handeln als jetzt am Mittwoch. Apropos Gastfahrer. Wer Lust und Laune hat, weiter online seine Kompetenz aufzubauen oder überhaupt das erste Mal an Online-Rennen teilzunehmen, der ist herzlich eingeladen, einfach montagsabends um 19.45 Uhr unserem Training beizuwohnen. Hier kannst du alle Leute kennenlernen, hier kannst du dir einen Überblick verschaffen, wie deine Rundenzeiten im Verhältnis zu unseren Rundenzeiten sind. Passt es überhaupt? Bist du viel zu schnell für uns? Bist vielleicht gar kein Rookie mehr? Egal, probier es einfach mal aus und komm vorbei. Wir freuen uns auf dich. Im nächsten Bericht geht es um das Thema Sicherheit. Und zwar Sicherheit auf der Rennstrecke. Deswegen habe ich auch mal den Helm hier in der Hand, weil wir wollen natürlich auch so gut wie möglich Unfälle vermeiden. Und wir haben jetzt einfach ein bisschen Erfahrung gesammelt und haben festgestellt, oftmals passieren ähnliche Unfälle. Man diskutiert nach dem Rennen etwas darüber. Viele entschuldigen sich auch sofort danach, weil sie sehen, oh okay, da habe ich mich etwas vertan, zu spät gebremst, falsch eingelenkt und. Alles kein Thema. Bis jetzt läuft die Kommunikation wirklich super. Dafür auch wieder herzlichen Dank und ein großes Kompliment, dass alle, sage ich mal, so vernünftig sind. Auch unsere Fahrerbriefings, die wir jetzt neu durchführen, zeigen erste Erfolge, weil nämlich in den letzten beiden Läufen haben die Rennfahrer nicht das Rennen in den ersten und zweiten Kurven gewinnen wollen, sondern sind einigermaßen vernünftig nach dem Start losgefahren und das Feld konnte sich erstmal sortieren. Natürlich gab es danach auch Rangeleien, Berührungen, Unfälle. Und wir möchten jetzt im nächsten Bericht mal aufzeigen, wer hat eigentlich Vorfahrt, wenn zwei Fahrzeuge zur gleichen Zeit auf zwei Linien in die Kurve fahren. Position 1. Vor dem Einlenkpunkt ist der Lotus nicht auf gleicher Höhe mit dem Eagle. Deswegen hat der Lotus kein Recht, die Ideallinie des Eagles in irgendeiner Weise zu stören. Position 2. Aber wie es so oft passiert, sieht der Lotus den Freiraum auf der Innenseite und glaubt, er kann diesen nutzen. In der Annahme, er sei mit diesem Manöver ein talentiertes Rennfahrergenie. Position 3. Der Lotus kann scheinbar auf gleicher Höhe mit dem Eagle sein, wo er aber nicht sein sollte. Position 4. Der Lotus erreicht schließlich sein Ziel, den Eagle nach außen abzudrängen, der wiederum einen Unfall vermeiden möchte, falls er es kann. Position 5. Wenn der Eagle aber auf seiner Linie bleibt, wozu er berechtigt ist, passiert das, was so häufig passiert. Tatsache ist, dass der Eagle das Recht hat, auf der Ideallinie zu bleiben. In diesem Fall sollte der Innenbereich Sperrgebiet für den Lotus sein. Der Lotus hätte hinter dem Eagle durch die Kurve fahren müssen. Natürlich enden Spätbremsefahrer oft in den Strohballen, aber hoffentlich ohne, dass sie jemanden mitreißen. Selbstverständlich gibt es auch Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn ein vorausfahrender Fahrer einen ausreichenden Fehler macht, um ein Überholmanöver zu rechtfertigen. Zum Beispiel, er bremst zu spät. Dann wird er am Scheitelpunkt nach außen getragen und er muss seine Geschwindigkeit reduzieren. Das wäre eine legitime Überholgelegenheit, unabhängig davon, ob es vorher eine Überrundung gab. Jedenfalls hat der Überholende trotzdem dafür zu sorgen, dass er vernünftig und mit aller Vorsicht überholt. Allerdings können kleine Fehler des vorausfahrenden Fahrers nicht ausreichend sein, um ein sicheres Überholen zu gestatten. Nur weil der vorausfahrende Fahrer manchmal etwas von der Ideallinie abkommt, gibt ihnen nicht das Recht, dass sie versuchen zu überholen. Sie müssen immer noch abwägen, ob dessen Fehler eine ausreichende Möglichkeit für ein sicheres Überholmanöver bietet. Ich denke mal, das ist eine gute Leitlinie, um sich in Zukunft an das Thema Überholen in Kurven heranzutasten, um immer einen guten Kompromiss zwischen Fairness, Sicherheit und natürlich, ich will der Erste sein, zu sein. Leider ist die Sendung schon wieder vorbei. Wir hatten ein paar spannende Themen in der Sendung. Wir freuen uns schon auf den nächsten Lauf in Österreich. Danach berichten wir natürlich wieder darüber, was passiert ist und schauen mal, welches Spezial wir wieder anbieten können. Vielleicht ist der eine oder andere Fahrer zu einem Exklusivinterview wieder bereit. Lasst euch einfach überraschen.
Ich sage vielen Dank für das freundliche Zuschauen und ich freue mich auf die nächste Sendung, um euch wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss, bis dann!